Ja. Ja, das ist wohl ein bisschen, ich fürchte, das ist hier ein bisschen außer Kontrolle geraten. Wollt ihr alle zu uns? Ja, ja, ich komme aber schon klar, genau. Genau, prinzipiell funktioniert es dann nur, ja. Mac OS, ey. Das ist ja gut. Booten. Hä? Schneller booten. Das haben für uns so lange Boote. Oh, nee, oder? Dass ich eventuell 6 Leute finde, die die Türen zumachen, wenn es noch heftiger wird. Eigentlich ist draußen nicht eigentlich, auch eigentlich, ja, eigentlich würde er schon fast, er wollte eigentlich schon die Veranstaltung abbrechen, weil er sagte, kann er nicht mehr verantworten. Ich okay, ich sag das mal durch. Aber pass auf, ich sag's mal durch. Wir bekommen gerade die Bitte vom Veranstalter, wenn vielleicht ein paar Leute, die an den Türen stehen, vielleicht sich nach draußen begeben könnten, um das Ganze an den Fernsehern zu verfolgen, dann werden die für die feuerpolizeilichen Maßnahmen hier verantwortlichen Veranstalter extrem glücklich, weil der Saal offiziell gerade wohl als überfüllt gilt. Also ja, ich bleib hier an der Seite und guck mal, dann 3 bis 6 Leute auf, die Türen zumachen oder so. Ach komm, mal, Mekko ist fertig. Ja, ne? Gut gerade. Also ich meine, genauso wie bildet auf meinem Desktop. Das hat ein bisschen dauert, weil der halt noch ein bisschen schlimmer ist als der von irgendjemand anders. Aber genau, das war gut. Also es wird es auch alles als Mitschnitt im Internet geben. Ja, ihr müsst jetzt also keine Sorgen haben, dass hier irgendwas verpasst wird im Notfall. Das gibt's alles später im Internet. Ja, also wer jetzt irgendwie mal auf Klo muss und sich nicht traut, weil der Platz dann besetzt sein könnte, das ist also kein Problem, wollen wir gleich mal vorhersagen. Wir warten hier im Übrigen gerade auf macOS, das lässt sich halt nur bedingt beschleunigen. Also genau gesagt, warten wir auf meinen zu langsamen Computer. Aber wir sind optimistisch. Genau. So. Oh, dann mach doch mal. Ich hab mehr. Man achte auf die Ecke oben rechts. Gottes Willen. Was zur Hölle?
müssen gleich fertig sein. Gottes. Die hohe Kunst der sedimentären Datenablage. Also jetzt geht's hoffentlich los. Ja, herzlich willkommen zum zweiten FNOT-Jahresrückblick. Nachdem die Veranstaltung letztes Jahr ähnlich gut gefüllt war, wurden wir leider mit Anfragen bombardiert, das dieses Jahr zu wiederholen. Wir konnten uns sozusagen nicht wehren. Drauftreten bitte. Wer sein Handy jetzt noch anhat, wäre eine gute Gelegenheit, das jetzt auszuschalten. Gut, was ist der FNOT-Jahresrückblick? Wie jedes Jahr gab es auch 2004 eine große Menge von Nachrichten, die es nicht so richtig in die Mainstream-Medien geschafft haben oder zumindest nicht in voller Bandbreite in die Mainstream-Medien geschafft haben, die aber trotzdem recht wichtig sind, um das Weltgeschehen zu verstehen. Im letzten Jahr hatten wir natürlich ein relativ stark Irakkrieglastiges Sortiment an Nachrichten da. Das haben wir versucht, dieses Jahr so ein bisschen zu reduzieren, weil ich denke, mittlerweile ist so jedem einigermaßen klar, was da drüben abgeht und das, was man in den Medien davon zu sehen bekommt, irgendwie überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Wir beobachten mittlerweile auch das Phänomen, dass Nachrichten unter irgendwelche Schocknachrichten vom Irak drunter geschoben werden. Das ist halt so eine relativ beliebte Strategie. Wenn man halt irgendwas Böses hat, was man irgendwie eigentlich aber doch veröffentlichen müsste, dann tut man es vorzugsweise an Tagen, wo noch andere schreckliche Nachrichten sind, sodass es nicht die Aufmerksamkeit bekommt. Und wir haben halt eher versucht, so ein paar Nachrichten daraus zu filtern und natürlich auch ein bisschen so ein großes Gesamtbild zu finden an einigen Stellen, wo wir finden, dass man da mal ein bisschen genauer hinsehen sollte. Ja, natürlich kriegen wir mal die Frage, wo habt ihr eure Quellen her? Also wie könnt ihr das beweisen? Wir können es nicht beweisen, natürlich nicht. Wollen wir auch gar nicht, darum geht es hier nicht. An einigen Stellen können wir schon sagen, wo die Geschichten her sind, an anderen Stellen können wir nur sagen, gab es irgendwo im Internet. Ja, eines der beliebtesten Themen dieses Jahr war sicherlich der Flugverkehr. Wer viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, wird wissen, dass es nicht mehr so ein Spaß ist wie noch vor einigen Jahren. Angefangen von den Sicherheitskontrollen bis hin zu, dass man plötzlich mal am Flughafen sitzen bleibt, weil aus irgendwelchen vollständig unerfindlichen Gründen das Flugzeug nicht fliegt. So besonders lustig ist bei Amerika-Fliegen, wo mittlerweile, glaube ich, 2,5 Stunden oder sogar 3 Stunden, je nach Sicherheitslage, vorher da sein muss. Und so auch 2004 gab es eine ganze Reihe Flüge, die halt wegen irgendwelcher Obscura, da klang ein Name wohl ein wenig zu arabisch, Geschichten nicht flogen, wo die Leute dann einfach rumsaßen auf dem Flughafen, nicht wegkamen. Oder wo das Flugzeug aus vollständig unerfindlichen Gründen an irgendeiner Ecke vom Flughafen dirigiert wurde und die Leute wurden da 8 Stunden sitzen gelassen, wegen irgendeiner Terrorwarnung, die sich dann überhaupt nicht materialisiert hatte. An den Grenzen gibt es immer mehr Schikanen. So, wir sehen halt irgendwie so Sachen wie, man muss seine Schuhe ausziehen, wenn man durch den Metalldetektor geht. Und den Gürtel inzwischen auch. Den Gürtel ablegen. Also ich weiß nicht, wie das Leute machen, die eine Zahnspange haben oder irgendwie irgendwelche Implantate. Das wird vermutlich mittlerweile richtig schwierig. Oder Schmuck, so, ist ja auch so ein Problem. Ja, ich meine, Kensington-Locks sind natürlich irgendwie ein klasse Problem. Also man kann natürlich damit auch Piloten erwürgen, ne? Um Gottes Willen. Also das Härteste, was ich dieses Jahr hatte, war, dass mir ein Set von Bits abgenommen wurde. Also ich habe halt so einen normalen Schraubenziehergriff, so nichts Spitzes, nichts Scharfes und eine Reihe so eine Bits so. Und die sind nun extra so verpackt, dass sie nicht so als Streifen daherkommen, damit sie so auf dem Röntgen aussehen, wie als würde man da Patronen schmuggeln wollen. Also man kennt das ja von diesen Bits-Streifen, die sehen auf dem Röntgengerät wirklich fies aus. Also da kann ich verstehen, dass die da immer einen Schreck kriegen. Nee, die sind halt in so einem Klumpen so. Also man sieht auch, dass das Bits sind. Aber die durfte ich auch nicht mitnehmen. Und habe versucht, eine Begründung dafür zu bekommen. Und die Begründung war, naja, sie könnten ja irgendwas abschrauben und es dann als Waffe verwenden. Da hatte ich dann nicht mehr viel entgegenzusetzen, weil, ja. Lustigerweise gab es auf dem Flug selbstverständlich Metallbesteck in der Business Class, also das war überhaupt gar kein Problem, aber und ich wollte da auch. Ja, nicht und Gläser natürlich und Flaschen, die man, also wunderbar. Ja, genau, also jeder Rotweintrinker und so, ja. Das ist eine sehr gute Definition.
Naja, nun ist es ja nicht so, dass die Amerikaner die einzigen sind, die halt auf dieser Welt die Sicherheitsregeln diktieren. Brasilien war davon an Anfang des Jahres so angenervt, dass sie Regelungen erlassen haben, die einfach nur festlegen, jeder Amerikaner, also US-Amerikaner, der nach Brasilien einreist, wird genauso behandelt wie ein Brasilianer, der nach Amerika einreist. Da steht nichts weiter drin in diesem Gesetz. Also sie spezifizieren nicht die einzelnen Maßnahmen. Und ich konnte das bei der Einreise nach Brasilien tatsächlich auch beobachten. Da gibt es dann halt so einen Extragang, wo da steht halt für amerikanische Staatsbürger dran. Also alle anderen gehen nach rechts, nur Passkontrolle, schönen Tag und irgendwie viel Spaß in der Sonne. Und nach links gibt es halt irgendwie so Fingerabdruckscanner und Kamera und... Ja, das amerikanische Außenministerium hat selbstverständlich dagegen protestiert, weil Amerikaner können ja per Definition keine Terroristen sein. Wahrscheinlich sind sie alle Rotweintrinker oder so. einen ziemlich unglaublichen Fuck-up gab es in Südkalifornien. Da ist das komplette Luftverkehrskontrollsystem, also das, wo sie alle Triple Redundancy verbunkert, irgendwie nur, dass die bösen Terroristen da nicht rankommen, also wirklich so... High Security mit Wachposten vorm Tor und so. Das war für 3 Stunden nicht in der Lage, per Funk mit den nächstgelegenen Flugzeugen zu kommunizieren, was ungefähr 800 waren über diese 3 Stunden hinweg, und denen zu sagen, ob sie jetzt mal bitte höher fliegen oder tiefer fliegen oder links oder rechts lang fliegen sollen, was eine Luftkontrolle halt macht, oder ihnen Landerechte zuweisen oder Funkfrequenzen zuweisen. Da gab es einen interessanten Artikel im IEEE Journal darüber, was eigentlich dieser Software-Bug war, weil das wurde in der normalen Presse nicht so richtig erwähnt. Nun ja, die haben dann ein System gehabt, bestehend aus Dell-Computern mit Windows drauf, das den Radio-Soundflow kontrolliert. Und das muss natürlich ein Echtzeitsystem sein. Und innerhalb dieses Echtzeitsystems gibt es eine Master-Clock. Und diese Master-Clock ist ein 32-Bit-Zähler. Und der zählt halt runter. Und... irgendwann waren diese 32 Bit halt alle. Und diese 32 Bit sind mit dem Clock Cycle so ungefähr 45 Tage, wohin die FAA in ihrer Weisheit in die Zulassungsbestimmung von diesem System geschrieben hat, naja, dann müssen wir das System halt alle 30 Tage rebooten, damit der Cycle wieder da ist, wo er hingehört. Nun gab es halt einen Major Fuck-up mit irgendwie Wartungsarbeiten und Software-Updates und hin und her, und irgendjemand war davon ausgegangen, dass der Zähler nun schon an der richtigen Stelle steht, stand er aber nicht, und dann war halt irgendwann alle. Und das wussten die Leute aber nicht, also das war, da gab es keinen Weg. So. Also das System rebooten war auch nicht so richtig klar, ob das jetzt machbar ist, weil dann würden sie nichts mehr auf ihren Bildschirm sehen oder so. Also das war ein kompletter Fuck-up. Und sie konnten nicht mal die nächstgelegene, also sozusagen den nächsten Tower anrufen, um denen zu sagen, die sollen mal ihr Radio benutzen, um den Flugzeugen Bescheid zu sagen, weil die Telefonanlage ging über dasselbe System. Also ich verstehe nicht, warum die noch immer Terroristen brauchen, naja. Also es gab noch eine andere... er schlug gerade einen Algorithmus vor, um das zu umgehen. Also es gab noch einen anderen Fall, wo man sich fragt, was eigentlich diese Terrorismusgefasel soll. Da ist ein Flughafen, nämlich der von L.A. runtergefahren worden, weil ein Vogel auf einer Stromleitung gelandet ist. Und das hat offenbar für 3 Sekunden einen Kurzschluss erzeugt. Und die Kisten sind halt alle runtergefahren, weil irgendwie unterbrechungsweise Stromversorgung kennen wir nicht. Und das Booten hat wohl ungefähr 3 Stunden gedauert. Und dann war halt mal der Flughafen weg. Ja gut, wir reden natürlich von Kalifornien, ist ja die Wahrheit, also insofern... Genau, da gibt es ja nur manchmal Strom. Gerade da sollten die eigentlich gewöhnt sein, kurzfristige Ausfälle im Strom. Ja, eine der Firmen, die sicherlich im Jahre 2004 besondere Beachtung bedarf, ist die Firma Halliburton. Der derzeitige Wieder-Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika war mal da ein hohes Tier. Ich glaube, der war sowas CEO, ne? Und nun ja, wir sehen diese Grafik da am rechten Rand, die Halliburtons Umsätze mit dem Verteidigungsministerium beschreibt. Was die da tun, ist halt,
die machen halt alles, worauf die Armee keinen Bock mehr hat. Die fahren Sachen von A nach B, die sorgen dafür, dass Wasser da ist, das Klopapier da ist, das Cola da ist, die transportieren die Post, die erschießen auch mal Leute, wenn es sein muss. Also was man halt so als, was man als Armee halt so outsourcen will, wenn man da keinen Bock drauf hat. Also es gab an einer Stelle eine Untersuchung, wo Halliburton eigentlich die Leute hernimmt, die dann da unten hingebracht wurden, um Leute zu erschießen. Und da sind teilweise nach Südamerika zu irgendwelchen Diktatoren Spuren zurückverfolgt worden. Also das ist eine echt unangenehme Connection. Genau, aber hat halt irgendwie den derzeitigen Vizepräsidenten als schönen Förderer. Die managen da halt auch Inventory, das heißt, die sollen darauf aufpassen, dass die LKWs nicht verloren gehen, dass irgendwie noch alle sonstigen Fahrzeuge so vorhanden sind. Aber Cheney hast du erwähnt. Nachher, komm noch später. Und von diesem Kram haben sie bisher etwa ein Drittel verloren, so unaccounted for, gibt es halt nicht mehr. So. Das US Army Corps of Engineers sagt irgendwie, so was Schlimmes haben wir noch nicht gesehen, also wir haben ja schon viel gesehen, aber so schlimm noch nicht. Und dann sickerten so Details durch, wie was die da so für so Cola in Rechnung stellen, sowas wie zum Beispiel $45 für einen Kasten Cola. Die haben eine eigene Eiscreme-Fabrik dahingestellt und chargen dann aber für die Eiscreme ungefähr das Zehnfache, was man da so an Produktionskosten nehmen kann. Kleiderreinigung kostet nur $100 pro 15 Pfund Wäschesack, das finde ich echt ein Schnäppchen. Also da sieht man, Outsourcing funktioniert. So. Wie schon erwähnt, Dick Cheney war mal Chef oder Vizechef von Halliburton. Und viele von diesen Halliburton-Irak-Aufträgen sind tatsächlich durch Dick Cheney selbst, durch sein Büro beauftragt worden. Das heißt also, die gingen nicht den normalen Prozedurweg irgendwie durch die Aufgabenverteilung und so. Lustigerweise gewinnt Halliburton auch regelmäßig alle möglichen Ausschreibungen, wo andere Leute auch mitbieten können, gewinnen sie halt auch. Die Frau, die man auf dem Bild rechts sieht, die hat diese Zustände wohl mal so ein bisschen öffentlich gemacht, Whistleblower nennt man sowas in Amerika, und dieses Foto erinnert uns so sehr an dieses Foto, was wir letztes Jahr hatten, dieses Never Look Back Foto von diesem Soldaten im Irak, der da halt etwas furchtsam zurückguckte. Deswegen mussten wir es nochmal bringen. Mitarbeiter berichten davon, dass sie da so Anweisungen kriegen, die laufen sie mal rum und tun sie beschäftigt, weil wir müssen ihre Stunden abrechnen. So, man kennt es sicherlich von diversen Consulting-Unternehmen, aber die betreiben das da halt mit mehreren 10.000 Leuten. So. Auf der technischen Seite gab es ein oder zwei interessante Dinge, also was die Militärtechnik betrifft. Also hier gab es ein bleistiftgroßes Loch in einem Panzer, das sozusagen von einer Seite des Panzers bis zur anderen Seite des Panzers durch die Panzerung durchreicht, und sie wissen wohl bis heute nicht, wie dieses Loch da reingekommen ist. Und hat einen Insassen am Oberarm angesenkt. Ja. Also da saßen schon Leute drin, das war nicht irgendwie ein Testpanzer, der irgendwo rumstand. Ja. Und der Text spricht für sich, also das ist sozusagen fast auf der anderen Seite wieder rausgekommen, und da sind sie auch gerade noch so ein bisschen unschlüssig. Eine der populärsten Vermutungen war Railguns. Keine Ahnung. Der Quäkspieler unter uns weiß, worum es geht. Ja, aus Afghanistan ist zu vermelden, dass wir jetzt alle wesentlich sicherer sind, weil die Opiumproduktion sich sichtlich verstärkt hat. Ja, ihr lacht, aber das ist ein Problem, also zum Beispiel für die Anrainerländer, die da stark betroffen sind, weil die da halt günstiger rankommen. Das wäre an erster Stelle der Iran, und der hat vor 2 Monaten eine lustige Veranstaltung gemacht, wo sie, ich glaube, 15 Tonnen Opium verbrannt haben öffentlich, um halt darauf hinzuweisen, dass das halt alles aus Afghanistan kommt und dass natürlich die Amerikaner dahinter stecken, was dann selbstverständlich hier nicht berichtet wird. Tja, also... Jedenfalls haben die Amerikaner offensichtlich jetzt gerade eine halbwegs umfangreiche Opiumproduktion in den Händen. Ja. Ja, Homer Simpson lebt. Also dieses Atomkraftwerk Yankee in Vermont, also liegt uns wirklich am Herzen, muss man sagen, weil die haben halt zwei Teile des Brennstabs verbummelt. Also das eine ist ungefähr so lang und bleistiftig, und das andere ist ungefähr so lang und bleistiftig und besteht halt beides aus Uran. Und das strahlt halt irgendwie ziemlich heftig vor sich hin. Das sind halt abgebrannte Brennelemente. Die lagen dann in so einem Abklingbecken und sind halt weg. Und die können halt auch nicht hin und suchen, weil das halt alles fürchterlich radioaktiv ist. Das heißt, die können nur mit so Remote-Kameras gucken, ob da noch irgendwo was rumliegt. So. Und in demselben Kraftwerk haben dann einige Zeit später Elektriker bei Wartungsarbeiten das Sirenensystem lahmgelegt, was so, wenn da so ein GAU passiert, die umliegende Bevölkerung halt warnen soll. Das
keine Ahnung, wie die das da so handhaben, aber das scheint nicht so besonders aufgefallen zu sein. Einige Wochen später ist es dann aufgefallen und sie haben es dann gefixt. Ein anderes Atomkraftwerk ist bestreikt worden, beziehungsweise war es kurz davor, bestreikt zu werden, und der Betreiber hat halt irgendwie bei der Reaktorsicherheitskommission angefragt, ob sie, was sie jetzt tun sollen, ob sie jetzt neue Personal, und man, ach, lass doch einfach weiterlaufen, wird schon nichts passieren. Weil wir alle viel sicherer sind, hat jetzt die Reaktorsicherheitskommission beschlossen, dass wir halt also keinerlei Meldungen über derartige Dinge mehr zu sehen und zu lesen bekommen, weil das könnte ja den Terroristen helfen. Und es beunruhigt die Bevölkerung manchmal, das hilft ja auch den Terroristen. Genau, weil die sollen ja lieber auf die Verteidigungsstatus, wie heißen die Dinger, Homeland Security? Genau, die sollen am Flughafen bleiben, die Terroristen. Genau. Ja, dann gab es natürlich noch jede Menge andere Atomscares. Es gab dieses semi-private Forschungsinstitut des Dr. Khan in Pakistan, die halt Nukleartechnologie an praktisch, naja, so ungefähr jeden, der gefragt hat, exportiert haben. Also an Israel hätten sie vermutlich nicht exportiert, wenn die gefragt hätten. Aber ansonsten an fast jeden, ja. Also jedenfalls tauchen die Designs von dem immer wieder auf, so also in verschiedenen Stellen, also Nordkorea zum Beispiel, Iran, also einmal um die Welt, Libyen. Naja, und der Mann ist dann dafür, hat dann halt Reue geübt und ist begnadigt worden und hat gerade irgendwie vor ein paar Wochen noch eine Auszeichnung bekommen für seine Verdienste ums Vaterland. Unterwegs war übrigens Hausarrest, weil die Amerikaner wollten ihn eigentlich ausgeliefert haben, aber... Nee, die wollten nicht ausgeliefert haben, das ist falsch. Das hab ich das haben sie nur gesagt. Achso, naja, gut. Also der war jedenfalls unter Hausarrest und hat dann da also die höchste Auszeichnung des Landes vergeben bekommen in seinem Hausarrest, das ist ja auch... Ja. Nordkorea hat überraschend angeboten, das Atomprogramm komplett zu beenden, wenn sie von der amerikanischen Terroristenliste runterkommen und sozusagen nicht mehr die Bösen sind, aber die Amerikaner mussten leider ablehnen. Immerhin gibt es noch eine gute Nachricht. Ja, ich meine, hochindustrialisierte Länder und so, also da muss man natürlich aufpassen. Was war das? Ja, umso wichtiger, dass Sie das unterschreiben. Sie werden also auch Sie könnten ja potenziell Terroristen sein. Naja. Ach so. Ich meine, wenn Sie mal aus Ihren Banken rauskommen. Also die beste Nachricht in diesem Jahr war, dass tatsächlich Beweise vorgelegt werden konnten für die Massenvernichtungswaffen im Irak. Und das sieht jetzt vielleicht aus wie ein Witz, aber das ist kein Scheiß. Das haben ernsthaft die US-Regierung bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Sie haben nämlich die Pläne gefunden, nach denen die Atomraketen hätten gebaut werden sollen. Also man sieht eine echte Bedrohung. Ja, die Libyer haben ja sozusagen dieses Jahr mal rasch die Seite der Barrikade gewechselt, haben halt irgendwie im Rekordtempo gesagt, irgendwie wir rüsten unsere Massenvernichtungswaffen ab, weil wir haben keinen Bock auf Ärger mit den Amis und wir wollen auch mal endlich mal unser Öl exportieren. Und weil der Herr Gaddafi natürlich irgendwie sportlich ist, hat er auch gleich sich noch ein Ziel gesetzt, nämlich er will auch noch einen permanenten Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Lustig war dann, was dann so rauskam, was ihm da so angedreht wurde, während er da so nach Atomkram shoppen war. Die Bombenpläne, die er da von dem Khan gekauft hat, die waren wohl nicht so die in Pakistan getesteten, funktionierenden und ordentlichen Pläne, sondern mehr so das, was der sich dann noch so nebenbei ausgedacht hat als Sonderangebot. Da scheint es auch so verschiedene Qualitätsstufen zu geben, keine Ahnung, ob es vom Preis abhängt. Also es gab auch eine sehr lustige Story mit dem Iran aus der Zeit, das kann jetzt natürlich alles Psyop sein, aber es hieß also, der Iran hätte in Nordkorea Atomwaffen zu kaufen versucht und die Nordkorea hätte sich also bezahlen lassen und hat dann halt nicht geliefert. Und auf der Ebene gibt es ja nun auch irgendwie schlecht Gerichte, wo man irgendwas einklagen könnte. Und, Tja, da ist wahrscheinlich Prostitution noch ein wesentlich weniger sittenwidriges Geschäft. Ne? Dumm gelaufen. Ja, was auch noch so rauskam bei Libyen, war, dass ausgerechnet japanische Firmen auch beteiligt waren an der Hardwarelieferung für das Atomprogramm, nur schien das da einigermaßen halbherzig betrieben worden zu sein, also mehr so aus Prestigegründen, glaube ich. Nun ja. Ja, eine der interessanteren Geschichten, wir müssen uns dann doch nochmal mit dem Irak beschäftigen, war dieser Herr Shalabi. Der war halt... Also wenn ich eine Medaille zu vergeben hätte, er würde sie kriegen. Der hat so echt alle verarscht.
Na, war halt die Hauptquelle der Amerikaner zum Thema Massenvernichtungswaffen im Irak. Und wie jetzt so langsam raussickerte, wurde er halt pro Information bezahlt, also halt für jeden Hinweis, den er geben konnte. Und das regt natürlich die Fantasie gewaltig an. Er wurde halt später in die neue Irak-Regierung installiert. Er hatte halt irgendwie bei diesen Neocons und Wolfowitz halt irgendwie immer seine Förderer. Und irgendwann hat dann halt offenbar die CIA-Fraktion zurückgeschlagen und halt den versucht abzusägen, indem sie halt ihn beschuldigt haben, amerikanische Geheimdienstinformationen an den Iran geliefert zu haben, unter anderem wohl die Information, dass die Amerikaner den iranischen Botschaftscipher, also das Verschlüsselungssystem der Iraner gebrochen haben. Ja, was man dazu wissen muss, ist, dass die Iraner aufgrund des Embargos, was sie da haben, entweder nur, sagen wir mal, relativ zweifelhafte Kryptotechnologie haben oder halt selbstgemachte Sachen. Insofern hat das da wahrscheinlich für einige Aufregung gesorgt. Und Gerüchte halber war ja wohl vorher in Israel und war da so ein Dauerplätier und Betrüger mit Immobiliengeschichten. Also da gab es noch so ganz wirre Gerüchte. Ja, also seine Familie ist schon vorher aus Israel rausgekickt worden, weil sie, also was heißt gekickt, die sind halt geflohen, als die Strafverfolgungsbehörden sich nach ihren Bankgeschäften interessiert haben. Die haben da eine Bank aufgemacht und haben halt da Investmentbanking vorgeschwebt, haben halt die Kohle der Investments entgegengenommen, haben denen da halt das Blau vom Himmel erzählt und waren dann halt weg, als jemand mal wissen wollte, wo die Gewinne bleiben. Also aus Israel ist er rausgeflogen, den Amerikanern hat er halt das Blau vom Himmel verkauft und im Irak lief es wohl auch nicht gut. Wo er im Moment ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube in Deckung. Naja. Ja, dann haben wir noch eine ziemlich interessante Geschichte gefunden, nämlich dass offenbar in Deutschland halt auch an Atombomben gebastelt wird oder wurde. Was man halt dazu wissen muss, ist, es gibt von der Internationalen Atomenergiebehörde so eine Klassifikation von Industrieländern, die in der Lage sind, innerhalb von wenigen Wochen Atomwaffen zusammenzubauen. Dazu zählen halt eigentlich alle hochindustrialisierten Länder, die über eigene Atomkraftwerke verfügen, also auch Japan zum Beispiel oder Australien oder ähnliche Länder. Was hier diese Geschichte war, es gibt um das Atomkraftwerk Krümmel eine deutliche Häufung von Leukämiefällen, gerade bei Kindern. Und dann gab es eine vom Land Schleswig-Holstein eingesetzte Kommission von so honorigen Regierungsexperten, also so Leute, die wirklich über jeden Zweifel erhaben sind und wirklich der Verschwörungstheorie vollständig unverdächtig sind, die irgendwann zurückgetreten ist, und zwar nahezu komplett. Und alle gesagt haben, wir können hier nicht mehr weitermachen, weil wir haben halt massive Hinweise darauf gefunden, dass da in dem Forschungsinstitut in Geesthach offenbar Experimente Mitte der 80er grob schiefgegangen sind, die halt Radioaktivität in die Umwelt freigesetzt haben. Und da hat sich halt offenbar um Experimente handelte, Mikroatomwaffen zu bauen. Und zwar, zumindest der Beschreibung nach, funktioniert wohl so, dass man halt kleine Mengen Plutonium, die halt in so einer Kapselform sind, mit einem Laser anregt, um halt irgendwie zu Kettenreaktionen zu kommen. Ja, und da ist halt offenbar was grob schiefgegangen. Und naja, dann gab es halt eine Laboranlage, wo halt ein Brand war im September 86 und die haben halt Massen von so radioaktiven kleinen Kügelchen in die umliegenden Wälder geschleudert und die auch in die Gewässer gelangt sind, in die Umwelt und so weiter und so fort. Und die örtlichen Strahlenschutzbeauftragten haben es halt alles versucht zu vertuschen und die Landesregierung hat auch kein Interesse daran gehabt, dass da irgendwas davon bekannt wird und deswegen blieb ihnen nichts weiter übrig, als zurückzutreten, zu sagen, übrigens, hier stinkt was ganz gewaltig. Die Unterlagen der Feuerwehr zu diesem Brand in diesem Labor wurden später bei einem anderen Brand zufällig vernichtet. Also, naja. Eine der technisch spannenderen Geschichten war, dass die Hisbollah von Israel aus, von Libanon aus, eine Drohne über Israel geflogen hat. Zwar nur für 5 Minuten und mit Hilfe vom Iran, aber immerhin. Das heißt also, dass die Technologie langsam, sagen wir mal, auch außerhalb der Reichweite von großen Nationalstaaten ankommt. Wenn man sich das halt so anguckt, ist das eigentlich auch offensichtlich, weil GPS gibt es nun mittlerweile, kleine Autopiloten gibt es, große Modellflugzeuge gibt es, Kameras gibt es, Sender gibt es, also kann man eigentlich bauen. Und es gibt Internet und Google, da findet man auch die Pläne, wie man sowas macht. Ja. Und das eigentlich Peinliche war halt, dass die Israelis die halt nicht abgeschossen haben, weil sie halt irgendwie komplett verpeilt waren. Das ist bisher nicht vollständig geklärt. Also in dem Videofeed von der Drohne ist wohl eine Patriot-Raketenbatterie zu sehen, die eigentlich genau aus diesem Grund da stand, um solche Flugzeuge abzuschießen. Und die filmen die halt, während sie drüber fliegen. So. Also,
Und also das mit den Drohnen scheint aber generell schwierig zu sein. Also es gab jetzt im Dezember auch eine Geschichte, dass über den Nuklearanlagen vom Iran UFOs gesichtet sein sollen, was natürlich keine UFOs waren, sondern irgendwelche Drohnen der Amerikaner. Und die Iraner waren also zu ihrer Peinlichkeit dann auch nicht in der Lage, die abzuschießen, obwohl sie es also versucht haben. Die Drohnen sind halt sehr klein, also das ist auch nicht so einfach. Wir machen uns jetzt hier lustig. Ja gut, okay. Aber wenn wir gerade von der Hisbollah sprechen, die haben also das coolste Pressrelease des Jahres rausgegeben, als die ersten Enthauptungsvideos aus dem Irak aufkamen. Da gab es eine Presseerklärung von der Hisbollah, wo sie geschrieben haben, diese Enthauptungen seien barbarisch und unislamisch und das sei eher aus der Pentagon-Schule. Also im Zusammenhang mit dieser Drohnengeschichte gab es dann halt wenige Tage später halt auch noch so ein U-Boot, was da irgendwie vor der israelischen Küste auftauchte und dann wieder verschwand und haben sie auch nicht gekriegt. Wo es dann die Theorie gab, da wollte wohl noch mal jemand mal testen, ob sie jetzt mittlerweile wach sind oder nicht. Aber ja. Es gab einige interessante Spionageaffären. Es gab einen indischen, in Indien gibt es diesen Research and Analysis Wing, das ist so der örtliche Geheimdienst. Die heißen halt so ein bisschen harmloser da. Und zwar gab es da einen Doppelagenten, der Amerikaner, der eigentlich da für die arbeiten sollte, und der wurde halt enttarnt, weil sich ein amerikanischer Diplomat aus einem Empfang verplappert hat irgendwie und Sachen wusste, die er hätte nicht, eigentlich nicht wissen dürfen. Und naja. Ja, der hat halt vor allem den Namen erwähnt von dem Mann. Ja, genau. Und mit dem hat er also keine geschäftlichen Beziehungen eigentlich in seiner Funktion da gehabt. Und daraufhin haben die den halt abholen wollen und da war da nicht mehr. Was ja schon dafür spricht, dass es da noch weitere Quellen gab neben diesem Mann. Ja. Taiwan hat irgendwie eine sehr ungewöhnliche Maßnahme ergriffen. Die haben alle Agenten, also wirklich alle, nach Hause beordert zum Loyalitätstest und Lügendetektortest, nachdem zwei von denen in Amerika erwischt wurden, wie sie halt irgendwelche Unterlagen mit irgendeinem Republikaner, glaube ich, austauschen. Ne? Also das Lustige war, der Mann, von dem sie die Unterlagen hätten bekommen sollen, das war so einer der Leiter von dem China-Ausschluss, der Beraterchor der US-Regierung. Das heißt eigentlich Taiwan und China nicht wirklich eng befreundet. Und gerade der hat den also Dokumente rüberreichen wollen und dabei ist er also erwischt worden. Ja, das heißt, die Taiwanesen hätten eigentlich sagen können, wir wussten von nichts, aber wollten sich an der Stelle offenbar die Beziehung zu den USA nicht verscherzen. Was im Übrigen gerechtfertigt ist. Also es gab jetzt auch vor kurzem noch eine andere Story zu Taiwan, wo China ein Gesetz erlassen hat, wo sie gesagt haben, Abspaltung von Taiwan ist verboten. Ja, was also ungefähr so sinnvoll ist wie ein Gesetz gegen Erdbeben, aber... Ja, und dann gab es natürlich noch diverse Spionageaffären mit Israel im Zentrum, also gerade auch in den USA, wo halt irgendwie sich einige von ihren Lobbyvereinen wohl so ein bisschen vertan haben, beziehungsweise zu offensichtlich agiert haben, was natürlich alles sehr heftig dementiert wurde. Da ist es halt immer sehr hübsch zu beobachten, wie schnell so der Zyklus von irgendwie, es gibt eine Meldung bis hin zu, es gibt wesentlich ausführlichere Dementis ist. 2004 wurden natürlich auch noch jede Menge Sachen abgehört. Die Amis haben Jacques Chirac abgehört und 2 Jahre lang und es auch noch zugegeben. Lustigerweise auch, das ist eine interne Telefonanlage. Also da müssen sie sich wohl schon wirklich ein bisschen Mühe gegeben haben. Keine Ahnung, wo die so ihre Telefonanlagen kaufen. Ich dachte, die Franzosen haben noch eigene. Na, Alcatel hätte ich eigentlich gedacht, aber vielleicht. Ja, who knows. Ne? Vielleicht ist es nur irgendwie wieder, steht Alcatel drauf, ist los und drin. In dem UNO-Gebäude in Genf wurden in einem Sitzungssaal ziemlich großflächige Wanzeninstallationen gefunden, die zumindest nach den Presseberichten irgendwie eher osteuropäischen Ursprungs waren. Kann man wenig zu sagen. Vor kurzem kam die Geschichte, dass der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde von den Amerikanern abgehört wurde, mit dem Ziel, halt kompromittierendes Material zu gewinnen, um ihn zu stürzen, also von sozusagen einer weiteren Amtszeit abzuhalten. Den Kommentar von ihm fand ich bemerkenswert. Er sagte halt, naja gut, davon mit haben wir ohnehin gerechnet, also worüber regt euch eigentlich auf? Zeigt aber auch tatsächlich, dass also das Maß an solchen Aktionen doch zunimmt, weil ich gehe mal davon aus, dass nicht mehr davon enttarnt werden, sondern dass einfach nur mehr stattfindet und dadurch das Level der bekannt gewordenen steigt. Der BND-Präsident sagte lustigerweise im Rahmen eines Symposiums in Berlin, dass der BND die Bin Laden-Familie abhört. Okay, das wundert mich nicht wirklich, mich wundert eigentlich nur, dass er sowas tatsächlich sagt. Die irische Sinn Féin hat bei etwas genauerer Untersuchung von Büros und Wohnungen von ihren Aktivisten ziemlich umfangreiche britische Wandinstallationen gefunden.
Und die natürlich dann auch der Presse vorgeführt. Was man hier sieht, ist, dass da große Mengen Batterien installiert wurden. Also diese hellgrauen Kästen auf dem oberen Bild sind halt Altbatterien. Die eigentliche Wanze ist der schwarze Kasten, aus dem dann unten die Kabel rausgehen mit den diversen Mikrofonen. Und unten sieht man halt auch nochmal große Mengen Batterien und halt irgendwie so ein bisschen Elektronik für die Wanze. Wobei von der Größe her ist die Wanze da schon seit den 70er Jahren verlegt, oder? Ja, who knows, keine Ahnung. Jedenfalls hat die Entdeckung dieser Geschichten die Friedensverhandlungen ziemlich gefährdet. Da waren die Briten dann auch nicht so ganz glücklich drüber. Nun ja. So eines der wirklichen Highlights dieses Jahres, es war ein sehr verstecktes, aber ein nettes Highlight, war ein Interview im Slate mit Bobby Ray Inman, dem ehemaligen Chef der NSA, der zwischendurch auch noch irgendwie im CIA ein hohes Tier war und so. Sie hat sozusagen eine Karriere und der war auch mal Leiter der NRO, also hat praktisch den gesamten amerikanischen Geheimdienstapparat durch. Und so also am Schluss dieses Interviews fragt der Interviewer dann nochmal so ein bisschen zu Echelon. Und das hat man nun nicht alle Tage, dass halt ein Ex-NSA-Boss zugibt, dass es bei Echelon halt im Wesentlichen um ökonomische Spionage gegen Europa ging. Das ist eine Sache, die wir halt schon eine Weile behauptet haben und auch schon einigermaßen klar war, dass das so ist aus den Recherchen von unabhängigen Journalisten. Aber wenn die NSA selbst das dann noch zugibt, das ist ja dann doch mal was Neues. So, bei Biometrie hatten wir kleinere Erschütterungen in der Glaubhaftigkeit von DNA-Analyse, weil da gab es eine Biologin im FBI-Genlabor, die hat zugegeben, dass in mehr als 100 Fällen DNA-Analyse-Reports nicht entsprechend der Vorschriften erstellt wurden, sondern da halt geschludert wurde, was halt die Beweisaussagefähigkeit dieser Proben halt irgendwie deutlich einschränkt. Das ist übrigens auch eines der häufigsten Probleme, was sie da haben in diesen Labors, sind Probenverwechslungen. Das heißt also, dass halt Proben von einem Tatort mit denen von anderen verwechselt werden. So also ganz normaler Human Error, nur dass er halt dann Leute lebenslang in den Knast bringen kann. Dann gab es natürlich die noch schon einigermaßen weitgehend erläuterte Durchpeitschung von Biometrie und RFID in Reisepässen. Interessant war die Art und Weise, wie die Durchsetzung dieser Geschichten passierte. Und zwar haben sich zuerst die Innenminister im Rahmen der internationalen Sicherheitsbehörde, also da geht es sozusagen nur um eine internationale Organisation, die eigentlich unverbindlich handelt und eigentlich so Sachen festlegt, wie fliegt man und wer ist wofür verantwortlich. Und die haben festgelegt, wie diese Reisepässe aussehen sollen und danach wurden die Innenminister losgeschickt, um halt in ihren jeweiligen Ländern die Beschlüsse durchzudrücken. Das heißt also, da hat Demokratie wurde nicht mal, also noch nicht mal vorgetäuscht. So, das wurde einfach nur so, mach mal. Das fand ich schon ziemlich erschreckend. Ja, dann konnten wir noch bemerkenswerte Versuche zur Sicherung der deutschen Energieversorgung beobachten. RWE zeichnet sich ja von jeher, wie wir auch in den letzten Wochen erfahren durften, durch innigliche Beziehungen zur deutschen Politik aus. Die haben halt in Gazprom investiert, dem staatlichen russischen Energieversorger, und nehmen 34% der Gasproduktion ab. Die Deutsche Bank hat irgendwie bei dieser Yukos-Enteignung mitgemacht. Und wer sich fragt, warum das alles, Deutschland ist mittlerweile zu 80% von russischem Öl und Gas abhängig. Also wer sich wundert, warum unser Kanzler immer so schön mit dem Herrn Putin kuschelt, geht nur darum, dass es im Winter auch noch für die Enkel warm bleibt. Und mir fällt gerade ein, wir haben einen Spionagefall vergessen, der ganz lustig war. Und zwar ist in Neuseeland aufgefallen, wie zwei Israelis Pässe abholen wollten auf neuseeländische Bürger. Die haben also offenbar die Pässe nicht fälschen wollen, sondern haben halt echte haben wollen. Und die eine Person, von der sie dann den Pass haben wollten, war verstorben und die andere halt querschnittsgelähmt in irgendeinem Rollstuhl. Und das ist dann doch aufgefallen, weil es da auch mal eine beträchtliche einen beträchtlichen Altersunterschied gab zwischen der tatsächlichen Person und dem Ausweis. Und das ist tatsächlich mal eskaliert. Normalerweise hört man ja von sowas gar nichts. Das ging dann so weit, dass israelische Staatsbesuche ausgeladen wurden und dass da Sachen angedroht wurden und dass man also auf alles Mögliche pochte, aber tatsächlich passiert ist halt gar nichts. Ja, nochmal zurück zu diesem Thema Öl. Da müssen wir ein bisschen länger verweilen, weil 2004, zumindest aus meiner Sicht, so das Jahr ist, wo vielen Leuten mal klar wurde, dass das jetzt langsam mal ernst wird, also dass wir halt sozusagen nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Was der Schröder da treibt, ist halt schon einigermaßen klar. Der kümmert sich halt darum, dass es hier im Winter warm ist.
dass man dafür Putin knutschen muss. Okay, das ist seine Aufgabe als Kanzler. Kriegt er genug Geld für. Shell hat auch in diesem Jahr zuerst 20%, dann noch mehr der angegebenen Ölreserven von bestätigt auf, naja, wissen wir nicht so genau, korrigiert. Was das bedeutet ist, so eine Ölfirma, also wie die arbeitet ist, die fährt halt los, guckt, wo könnten aus den geologischen Formationen könnten Ölreserven sein, macht da ein paar seismische Untersuchungen, macht ein paar Probebohrungen und schätzt dann, okay, das, was wir da gefunden haben, das könnte so und so groß sein. Sondern da gibt es halt große Supercomputer und die tun halt eine ganze Menge. Und die internen Kriterien, nach denen die festlegen, ob sie jetzt eine Reserve als proven, also als da können wir bohren, da kommt definitiv was raus, oder, na, wissen wir nicht so genau, klassifizieren, die sind halt geheim. Die sind nicht offengelegt. Die sind auch gegenüber den Aktienanalysten nicht offengelegt. Das heißt, da tun die halt alle ihr Süppchen kochen. Nicht nur die Ölfirmen, sondern auch zum Beispiel die OPEC-Länder, weil die OPEC-Länder können ihre Ölförderquote, also wie viel sie pro Tag fördern dürfen in Millionen Barrel, wird bestimmt anhand dessen, wie groß ihre Reserven sind. Das heißt, die lügen sich natürlich gut und gerne in die Tasche, um heute noch mehr fördern zu können. Das heißt also, diese ganzen Angaben, wie groß denn jetzt die proven Reserven sind, sind im Zweifel alle nur Lug und Trug. Es gibt ja, man sollte vielleicht noch sagen, beim Gas ist das also noch schwieriger einzuschätzen. Ja. Ja. Also die meisten Aussagen, die es da gibt, die sind einfach voll aus dem Arsch gezogen, muss man einfach mal so sagen. Ja, also es gibt ja diese Theorie vom Peak Oil, die hat es dann tatsächlich mal in die Mainstream-Presse jetzt geschafft. Peak Oil sagt, wir sind jetzt auf dem Punkt, wo am meisten Öl gefördert wird. So, und mehr Reserven werden wir jetzt nicht mehr finden. Das heißt also, die Geschwindigkeit, mit der neue Reserven gefunden werden, ist geringer als die Geschwindigkeit, mit der die Reserven ausgebeutet werden. Zu Deutsch, irgendwann ist alle. Es gibt viele Leute, die in der Branche sind, die sagen, dass wir jetzt ungefähr da sind. Vielleicht ist es noch 3 Jahre hin, vielleicht noch 5, aber jedenfalls nicht signifikant mehr. Das bedeutet, dass halt eine massive Umstellung der Energieversorgung aus rein ökonomischen Gründen notwendig wird. Es gibt hier eine schöne Grafik, also nur damit man uns nicht vorwirft, wir wären hier irgendwie blöde Paranoiker. Das ist eine Grafik aus einer Präsentation von RWE über den Gasmarkt. Die schwarze Kurve, die da oben wegzieht, ist der Verbrauch. Also der prognostizierte Verbrauch. Und darunter ist das, was halt Sie so denken, was es noch so gibt an Reserven. Und da ist halt auch schon so einiges dabei, so an, naja, möglichen Verlängerungen und da könnte ja noch was sein und so. Und man sieht halt deutlich, dass der Verbrauch signifikant von den Reserven also nicht gedeckt werden kann. Das heißt also, dieser graue Keil rechts oben ist genau das Problem. Und wie wir sehen, beginnt das Problem ungefähr jetzt. Und bei Gas ist es halt auch so, dass man da Vorhersagen noch wesentlich schlechter treffen kann als bei Öl. Es gibt ja, wurde im Zuge des hohen Ölpreises gelegentlich diskutiert, die sogenannte strategische Ölreserve. Deutschland hat natürlich auch sowas. In Deutschland wird per Ölreservegesetz wird Öl für 90 Tage gelagert. Das heißt also, es handelt sich um eine Reserve, die Deutschland mit Petroleumprodukten für 90 Tage ausstatten kann. Die Gesetze hier sind strenger, was das Angreifen dieser Reserven betrifft, als in den USA. In den USA ist es schon so, dass bei einer wesentlichen Marktstörung die Reserven angegriffen werden können, um halt einen Ausgleich des Marktes zu erzielen, also dass das Öl wieder billiger wird zu Deutsch, also dass die Leute auch weiter billig irgendwie Auto fahren können. In Deutschland sind die Gesetze da halt anders, die lauten halt nur, wenn es wirklich hart kommt. Also um mal zu sagen, bei welchen Situationen diese Reserven angegangen werden, gibt es jetzt aus Deutschland keinen Fall, der mir bekannt wäre, aber in den USA gab es gerade kürzlich einen Fall, als in den Staaten, wo Bush in den Umfragen für die Wahlen nicht so gut dastand, ist dann spontan der Benzinpreis runtergegangen. Auch für solche Fälle wird schon mal die Nationalreserve angegangen. Ein bemerkenswertes Detail ist, es gibt natürlich auch eine strategische Lebensmittelreserve. Die hält aber nur 14 Tage und nur für die Hälfte der Bevölkerung. Aber immerhin können wir noch alle Auto fahren. Natürlich regt so ein... Also natürlich regt so ein gewisser empfundener Mangel an Ölperspektive natürlich die Fantasie an. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr war der Nordpol im Sommer eisfrei. Da dachten sich Leute, na, da können wir mal gucken und haben auch tatsächlich gefunden, dass es da wohl irgendwie Öl geben könnte.
Und also man muss sagen, es gibt tatsächlich einen Hintergrund, warum die das jetzt gefordert haben, denn es brodelt gerade ein Streit zwischen Dänemark und den Vereinigten Staaten. Die haben nämlich also nicht direkt um Dänemark selbst, sondern um Grönland, denn da gibt es ganz oben im Norden eine strategische Militärbasis der Vereinigten Staaten. Thule, genau. Und die liegt also da, wo die Ölvorkommen vermutet werden. Ja, die Vereinigten Staaten haben natürlich gesagt, das brauchen wir wegen Russland und man weiß ja nie und dann überhaupt landen da unsere Flugzeuge zwischen. Also das ist im Grunde ein riesiger Flughafen mit Auftankmöglichkeiten. Und Dänemark hat jetzt also die Befürchtung, dass sie an das Öl nicht rankommen könnten, weil da eben diese Basis ist. Und dann wollten sie halt mal vorher Bescheid sagen. Also es geht natürlich auch in anderen Gegenden ums Öl. Also es geht zum Beispiel auf den Spratly Islands, wo sich Vietnam, China und noch irgendwer drum streiten. Es gibt wieder mal Gerüchte um Ölfunde auf den Falklandinseln. Also überall an allen möglichen entlegenen Ecken und Enden wird halt irgendwie wieder mal Öl vermutet und natürlich ist es gleich Anlass, um sich irgendwie ordentlich vom Kopf zu hauen. Ja, zurück nach Europa. Es gab einen diplomatischen Eklat, dass als der israelische Botschafter in Schweden bei einem Wutangriff ein Kunstwerk zerstörte, das eine lächelnde palästinensische Selbstmordattentäterin zeigte. Was dann nicht so richtig sich die Presse geschafft hat danach, war, dass der Vermieter der israelischen Botschaft danach aus Sicherheitsgründen lieber mal den Vertrag gekündigt hat, weil so einen Mieter wollte er dann doch nicht haben. Wo die übrigens seit über 40 Jahren drin residiert haben. Genau. Ja, Videoüberwachung gibt es jetzt auch überall. Ja, ein Thema, was natürlich... Also wir sind ja auch wegen obskuren Verschwörungstheorien hier. Und da haben wir uns gesagt, was eignet sich besser als dieses Bild? Das ist ja hier auch ein bisschen durch die deutschen Verschwörungssites gegangen. Da war die Präsidentendebatte zwischen Kerry und Bush, wo von Bush zwei, drei Bilder aufgetaucht sind, zwei, drei Frames in der Kamera, wo an seinem Rücken so eine Unebenheit zu sehen ist. Und die erste Theorie war halt, dass da so eine Art Fernbedienung ist, das war also die schönste, ja, dass im Hintergrund so ein Cheney mit einem Joystick sitzt und die da... Und dann hat man sich gedacht, naja, vielleicht flüstert ihm einer was ein, aber das hat sich also im Grunde sehr schnell zerschlagen, weil dann wäre er nicht so unartikuliert gewesen bei dieser Debatte. Und die, also... Weiß ich nicht, zumindest so rein optisch am überzeugendste Theorie meiner Meinung nach ist eben die Theorie, dass das ein portabler Defibrillator ist. Das sind die Teile, die in den Krankenhausserien immer gezeigt werden, diese Elektroden, die dann, um die Leute wieder zu beleben. Und das gibt's also auch in tragbar. Hier hat man so ein Bild von einem der Hersteller von diesen Teilen und die gehen dann automatisiert los, wenn der Person plötzlich das Herz stehen bleibt, was ja eigentlich nicht so wahrscheinlich ist, aber es gibt halt Konditionen, wo das eben angesagt ist, unter anderem, wenn man einen kleinen Schlaganfall hatte. Und es gab dann also auch Analysen von Bush-Reden aus 1994 verglichen mit 2004. Und 1994 hat man fast geglaubt, dass er mal bei Harvard und Yale war und 2004 hat er halt nur noch rumgestammelt. Und das ist also nicht so vollständig von der Hand zu weisen, leider. Ja, also die wüstesten Verschwörungstheorien sind, dass er halt nur noch im Brezhnev-Mode gefahren wird. Also ja. Deiner. Das ist deiner. Ja, mach mal. Ja, also es gab einige interessante Veröffentlichungen dieses Jahr zu Diebold und ihren Wahlmaschinen. Diebold ist immer am ersten genannt, aber es gibt also noch ein paar andere Firmen, die da Wahlmaschinen herstellen. Wir machen zwei, drei Sachen haben wir rausgegriffen, die uns besonders schön erschienen. Unter anderem ist das Protokoll zwischen Diebold-Maschinen und den Smartcards veröffentlicht worden. Es gibt da zwei Protokolle, einmal... Es gibt da also zwei Protokolle an der Stelle, die relevant sind. Das erste ist also zwischen dem Wähler und der Maschine, das sehen wir hier gerade. Ja, wie man sieht, wird also effektiv verhindert, dass einer zweimal abstimmen kann. Und das zweite Protokoll ist das Admin-Smartcard-Protokoll.
Das sieht ja bisher noch ganz gut aus. Also man sollte genau dazu sagen, das ist ja alles... Das ist ja mit einer PIN gesichert. Ja. Alles nicht so schlimm ist mit einer PIN gesichert. Genau. Apropos PIN. Oh Mann, geh mal ein zurück. Apropos PIN. Es gab noch eine andere schöne Sache aus dem Kalten Krieg. Da haben die Amerikaner ja ihre Atomgewalt in Raketen gepresst und die... Eine der am meisten verwendeten Raketen hieß Minuteman und die haben also auch eine PIN gehabt, damit man sie starten kann. Und die Freedom of Information Gesetze in den USA haben also dazu geführt, dass jetzt veröffentlicht wurde, was da so an Unterlagen gab. Und da ist also unter anderem bekannt geworden, dass die PIN für diese gesamten Minuteman Raketen alle 0000000 war. Und da fühlt man sich doch gleich viel sicherer. Achso, nur falls sich jemand wundert, wir überziehen uns mit den Nachfolgenden abgesprochen. Bist dran. Ja. Ja, also es gibt einen wichtigen Grund dafür, keine Frage, nämlich falls der Präsident durch Verletzung oder Krankheit nicht in der Lage sein sollte, das selbst auszulösen, dann muss das ja auch, trotzdem muss man die Russen zurückschlagen können. Also ich habe hier mal, weil die Wahlen so ein großes Thema dieses Jahr waren, habe ich dazu mal ein paar eigene Punkte rausgesucht. Das Bild rechts ist vom Economist nach der Wahl veröffentlicht worden. Das fand ich also sehr schön. Aber das Bild links, das ist ein Flyer, der tatsächlich live beobachtet wurde, den Republikaner an ihre Wähler rausgegeben haben. Und das Kleingedruckte, ich weiß nicht, ob ihr das alle lesen könnt, da steht, liebe Wähler, damit eure Stimme auch gezählt wird, benutzt bitte nicht die Wahlmaschinen, sondern nehmt Absentee Ballots. Und das sind so, was man bei uns Briefwahlen nennen würde. Also die Republikaner, die die Wahlmaschinen dahingestellt haben, haben ihren eigenen Wählern empfohlen, die lieber nicht zu benutzen. Das ist eigentlich schon eine gute Aussage. Aber um mal zu den Wahlen insgesamt zu kommen, ich habe das mal über das Jahr so ein bisschen chronologisch aufgegliedert. Fangen wir im Januar an. Also es ging im Januar mit einem Einbruch bei Vote Here los. Das ist einer der Hersteller von Software, nicht von Wahlmaschinen selbst, sondern eine Sicherheitsfirma, die Software zum Auditen und zum Sichermachen von Wahlmaschinen und E-Voting herstellt. Und die haben also ihr Netz soweit nicht im Griff gehabt, dass da jemand hingehen konnte und ihre internen Dokumente lutschen konnte. Das war schon eigentlich keine gute Sache. Im Januar ging es auch gleich los mit Problemen mit Wahlmaschinen. Die werden also nicht nur für Präsidentenwahlen eingesetzt, sondern natürlich auch für Gouverneurswahlen oder irgendwelche lokalen, was weiß ich, Bürgermeister und so. Und es ging also natürlich stilecht gleich in Florida los. Und zwar... Zwar ist es passiert, dass 134 Leute haben zwar die Maschinen benutzt, aber haben keine Stimme abgegeben und das geht eigentlich nicht von der Software her. Ja, deshalb stellt man sich schon die Frage, wenn da jemand hinläuft, also man kann halt hingehen und dann weglaufen, ohne den Knopf zu drücken, aber dann, wieso sind die dann da hingegangen? Und das hat einen Ausschuss ein bisschen beschäftigt und es ist also die einzige Erklärung, die geleakt ist, ist die Vermutung, das ist also nie substanziiert worden, dass die Maschine teilweise nur zwei Republikaner angeboten hat zur Wahl und es war halt ein eigentlich demokratisch dominierter Wahlbezirk und die sind dann halt lieber gegangen, als einen Republikaner zu wählen. Man muss auch sagen, Recount ist überlegt worden, aber ging nicht, weil es keinen Paper Trail gab. Also das ist ja eine der Probleme von den Wahlmaschinen in den USA gewesen. Ja, es gab dann noch, also jetzt nicht nur US-Wahl, es gab auch anderswo Wahlen, die in Afghanistan ist im Januar verschoben worden, weil viel zu wenig Leute sich eingetragen hatten in das Wählerverzeichnis. Und der Grund dafür war, dass aus Sicherheitsgründen die PR-Kampagne abgesagt worden war, wo die Leute informiert werden sollten, dass sie sich in ein Wählerverzeichnis eintragen müssen. Und immerhin haben sie die Wahl dann abgesagt. Ich meine, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Na, sie haben sie dann später nochmal durchgeführt. Ja, ja. Mit bescheidenem Ergebnis. Ja, also das war auch nicht so toll. Ja, dann gab es eine lustige Meldung über das Wahlsystem, also dass bevor die Wahlmaschinen groß etabliert wurden, gab es ein anderes Projekt für Soldaten und dienstliche Mitarbeiter, also das heißt also nicht nur Militärs, auch irgendwelche Botschaftsangehörigen und so, der USA, die außerhalb der USA stationiert sind. Die durften also auch wählen und zwar entweder irgendwie über Briefwahl oder halt auch elektronisch. Und das System dafür ist Anfang des Jahres eingeweiht worden, das ist von Accenture gemacht worden und die haben das also auch auf ganzer Linie verkackt, muss man einfach sagen. In bester Tradition. Komplett ohne Paper Trail, war völlig unsicher. David Wagner und Avi Rubin haben sich das angesehen, haben also die Hände beim Kopf zusammengeschlagen.
Ja, das war nicht so toll. Gut, dann war erstmal ein bisschen Ruhe. Dann gab es im Mai die lustige Schlagzeile, dass Kalifornien Diebold-Wahlmaschinen verboten hat. Dem ging also eine längere Aktion vorher, bei der aber eigentlich auch nicht mehr rausgekommen ist als in den anderen Staaten. Aber Kalifornien sind, glaube ich, die ersten gewesen. Und eigentlich, wie viel gab es insgesamt? Ich glaube, 5 Staaten haben am Ende Diebold-Wahlmaschinen verboten. Hat natürlich nicht geholfen, weil die anderen waren genauso schlecht. Genau. Also es gab dann auch lustige, also das Schönste ist immer, wenn man sich beobachtet, was für Kurzschlussaktionen vor Wahlen noch schnell durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass irgendwelche Randgruppen für einen stimmen. Und in diesem Fall das schönste Beispiel in meinen Augen war, dass im Mai eine Kommission gegründet wurde, die einen Plan erarbeiten sollte, wie man schnell noch Fidel Castro stürzen könnte, damit die Exil-Kubaner bitte für Bush wählen. Ja, der Erfolg war nicht so beeindruckend, aber wir haben gegen Ende des Jahres noch eine Meldung. Vor 2 Wochen ungefähr kam die Meldung, dass in Kuba Öl gefunden wurde. Die Kubaner fangen jetzt an, sich Sorgen zu machen, ob sie da vielleicht die nächsten auf der Liste sind. Ja, dann ging es auch weiter in Florida. Also es gab wohl auch in anderen Staaten so kleinere Probleme, aber in Florida haben natürlich die ganzen Presseagenturen hingeguckt. Und es gab also minor technical hiccups, so war es beschrieben, bei floridianischen Wahlmaschinen. Und das ließ sich leider auch nicht aufklären, weil es keinen Paper Trail gab. Man sollte denken, irgendwann fällt den Leuten dann auf, dass sie vielleicht doch einen Paper Trail wollen, aber war dann eben doch nicht der Fall. Naja, und dann gab es die Idee, dass man vielleicht die Wahlen für die Präsidentschaftskandidaten verschieben müsste, wenn ein Terroranschlag kommt. Das sah das ganze Jahr über so aus, das nennt sich Oktober Surprise in den USA, das ist also nichts Neues, dass vor Präsidentschaftswahlen noch schnell ein unvorhergesehenes Ereignis aus dem Nichts kommt. Und in diesem Fall wollte die Bush-Regierung halt vorbeugen und hat gesagt, dann müssen wir eben eine Notstandsregelung finden. Das ist vereinzelt schon als Ermächtigungsgesetz bezeichnet worden, aber hat sich ja dann nicht bewahrheitet. Ja, lustig ging es dann weiter im Juli, als Mitglieder des US-Repräsentantenhauses die UNO gebeten haben, doch Wahlbeobachter zu schicken zur Präsidentschaftswahl. Das war also keine Aktion der UNO, sondern das ging tatsächlich von Senatoren aus. Ja, es gab dann auch plumpe und weniger plumpe Wahlmanipulationsversuche in den USA. Also wenn man hier alt und gebrechlich ist und trotzdem wählen will, dann kann man sich dahin fahren lassen. Das wird allerdings nicht von den Parteien gemacht, ja, weil sonst könnte man ja sagen, das ist Einflussnahme. In den USA hingegen ruft man dann die Demokraten an, wenn man Demokrat ist, oder man ruft halt die Republikaner an, wenn man Republikaner ist und wählen möchte. Und in diesem Fall haben halt die Republikaner diese Telefonleitung bei den Demokraten heiß laufen lassen in ein paar Counties, damit eben die ganzen alten Gebrechlichen nicht zur Wahl konnten. Ja, es gab dann noch den Enron-Ding, ne? Was ist das hier? Genau. Ja, also für diese Notstandsgesetzgebung, die ich eben erwähnt habe, ist dann im Juni auch rausgekommen, wer dafür zuständig war. Das ist nämlich ein alter Freund von Bush, und zwar ein Pastor der First Baptist Church. Also der wäre derjenige gewesen, der sozusagen in einem Notfall dann halt sozusagen das Management der Wahlen übernommen hätte. Ja, wo man sagen muss, die Kompetenz ist also nicht von der Hand zu weisen, ganz klar, der Mann in seinem Beruf ständig mit Wahlen zu tun. Ja, Kerry musste dann eine Wahlspende von Enron zurückgeben, das fand ich also sehr lustig eigentlich. Und als ich abzeichnete, dass das knapp werden könnte zwischen Republikanern und Demokraten, guckt da die Presse in Richtung Ralph Nader. Der ist also ein völliger Außenseiter und das US-Wahlsystem ist eben so, wie hier ja auch, wenn man also für so einen Außenseiter stimmt und der kriegt dann halt viel zu wenig Stimmen, dann ist die Stimme halt weg. Ja, und daher hieß es bei der letzten Wahl, die ganzen Ralph Nader-Leute, die hätten also den Demokraten ihren Präsidentschaftssitz verweigert und dass die seien also schuld, gab es kurz als populistische Theorie. Und als Ralph Nader dieses Jahr nicht genug, also man muss halt Unterschriften vorweisen, um Präsidentschaftskandidat sein zu können. Und die hat Ralph Nader halt nicht zusammengekriegt dieses Jahr. Und die Republikaner sind dann spontan eingesprungen und haben also Unterschriften gesponsert. Das fand ich aber auch eine lustige Sache. Ja. Gut, im August kam dann raus, dass die USZE Wahlbeobachter schicken würde. Das ist eigentlich auch eine interessante Sache gewesen. Die waren auch tatsächlich da und haben am Ende einen sehr interessanten Bericht abgegeben, in dem drin stand, ich glaube, das habe ich auch noch irgendwo stehen, also dass die Wahlmaschinen in Venezuela besser auditierbar und klarer dokumentiert gewesen sein, dass man in Georgien leicht verständlichere Wahlzettel gehabt hätte. Und was war das Dritte? Und in noch so irgendeinem finsteren Land, wenn sie irgendwie hätten sie es leichter gehabt, die Beobachtungen in Wahlbüros durchzuführen als in den USA. Naja. Also das war schon relativ vernichtend, was die USZE da gesagt hatte. Ja, es gab dann noch so ein paar dokumentierte Sachen, wo versucht wurde, die Wahl zu manipulieren. Unter anderem ist halt in armen Bezirken nur ein Wahllokal aufgestellt worden. Und irgendwann ist dann eine Liste mit Namen aufgetaucht. Ein Lemo ist geniegt aus dem republikanischen Wahlkampfbüro und die wollten also sich zu den Wahllokalen hinstellen. Und dann gibt es im US-Recht die Möglichkeit,
den Wähler zu challengen. Man kann sagen, ich glaube dir nicht, dass du wählen darfst, und dann musst du da einen länglichen Zettel ausfüllen und Ausweis zeigen, und Ausweis gibt es ja nicht. Oder man muss eigentlich keinen haben, ja, ein Driver's License, und dann muss man, wird die Stimme zwar entgegengenommen, aber nur vorläufig, und das dauert halt alles ewig. Und als rausgekommen ist, dass die da eine Liste hatten und sich da ernsthaft an den Eingang stellen wollten, gab es also einen Aufschrei der Empörung, und der verbesserte Algorithmus war dann eben, dass sie nicht mehr gezielt Leute gechallenged haben, sondern die haben einfach bei Bezirken, wo viele Demokraten gewählt werden, normalerweise haben die einfach hingestellt und alle gechallenged. Und es hat halt die Wahl endlos hinausgezögert, das ging bis tief in die Nacht, 3 Uhr, 4 Uhr nachts, ja, die Wahllokale hätten eigentlich längst geschlossen sein müssen. Also da ist ganz übel gemacht worden. Eine andere Sache, dass vor allem Jungwähler für Kerry gewählt hätten, und so ist es dann dazu gekommen, es sind halt viele Studenten natürlich, ja, die sind also frisch wahlberechtigt, und daher gab es also von vielen Counties den Versuch, Studenten nicht zur Wahl zuzulassen. Ja, man hat ihnen halt gesagt, du darfst nur bei deinem Wohnsitz wählen, und der Studiensitz ist eben kein tatsächlicher Wohnsitz, sondern nur vorübergehend, und man darf halt auch nur direkt wählen, oder man hätte halt vorher rechtzeitig sein Absentee-Ballot holen müssen, und die Studenten haben sich das dann einklagen müssen, was halt noch nicht viele gemacht haben. Ja, es gab da noch einen interessanten Fehldruck bei den Absentee-Ballots in Michigan. Ja, der Fehldruck war so, dass wenn man also bei Bush gestempelt hat, bei Kerry gestempelt hat, gestanzt hat, dann ging die Stimme an Bush. Das ist dann rausgekommen, war also ein bedauerliches Missverständnis und ist auch sofort korrigiert worden. Ja, dann sind Wahlmaschinen abgestürzt, weil es zu warm war. Es gab sogar mechanische Probleme bei Wahlmaschinen, also sogar bei Touchscreen-Maschinen, wo mir nicht ganz klar ist, wie man sich das vorstellen soll. Vielleicht irgendwie Randalierer oder so? Nee, und zwar war das wohl so, dass eine dieser Wahlmaschinen, wenn man da so drauf getascht hat, dann ist da drunter dieses Gestell zusammengebrochen, weil das halt so ein, das ist halt so ein Rausklapp im Köfferchen-System, und das ist halt nur so, naja, mit so ein paar Stäbchen und Stängelchen, und dann sind die wohl immer umgefallen, zusammengebrochen. Also es gab natürlich auch Stromausfälle, wobei dann Computer abgestürzt sind, die Wahlcomputer natürlich auch, weil das ist ja also nicht so kritisch, dass man da irgendwie unterbrechungsfreie Stromversorgung braucht oder so. Und da sind auch mal schon ein paar Wahlzettel verloren gegangen, aber naja, was soll man machen? Ja, dann gut, also viel mehr gibt es zu den Wahlen. Ja, das mit dem Papierausdruck, das ist halt ein Problem. Ja, das ist eben in Venezuela zwar durchgedrückt worden, dass es da unbedingt ein Papierdings geben muss. Da haben also die Amerikaner drauf bestanden als Wahlbeobachter, dass man da also einen Paper Trail braucht, damit man das nachvollziehen kann. Aber die eigene Präsidentenwahl ist also nicht so wichtig wie Venezuela an der Stelle, und daher. Ja, ja, die war ja ohnehin schon klar insofern. Ja, und was mir halt noch so aufgefallen ist, irgendwie hat irgendjemand was von John Kerry gehört in den letzten Wochen? Ich nicht. Ich glaube, es gibt eigene Vorträge zum Thema Wahlmaschinen. Ich wollte jetzt nicht noch länger drauf. Ja, okay. Also zu den Wahlmaschinen gibt es echt genug zu sagen. Insofern wollen wir da mal nicht weiter drauf rumhacken. Ja, Deutschland hat ja so eine schöne Institution, den Bundesrechnungshof. Und der Bundesrechnungshof hat gerügt, dass bei einer Untersuchung in 13 hochsensiblen Dienststellen festgestellt wurde, dass die Sicherheit vertraulicher Daten nicht gewährleistet ist. Genau gesagt haben sie formuliert, die Kenntnisnahme hochsensibler Daten durch Unbefugte kann als wahrscheinlich angesehen werden. Dabei haben sie halt wirklich durchaus Dienststellen untersucht, wo es halt wirklich um richtig interessante Daten geht. Teilweise militärisch auch, also nicht nur... Man denkt ja, das ist eigentlich ganz gut und schön, dass Deutschland sowas wie einen Bundesrechnungshof hat, der halt irgendwie da mal reinguckt und dann auf den Tisch haut. Es gibt eigentlich irgendwie zwei etwas verstörende Geschichten zu diesem Bundesrechnungshof. Zum einen wurde mir eine Anekdote bekannt, du kannst die besser erzählen, glaube ich, die mit den 200.000. Ich weiß Gott nicht. Achso, ja, also da gab halt irgendwie einen festgestellten Fall von irgendwie massiver Verschwendung, wo halt ein Insider sozusagen sich mal an den Bundesrechnungshof gewendet hat. Achso, das Ding. Ja, also der Rechnungshof... ja, ich kenne halt jemanden, der hatte einen Fall von massiver, also nicht Korruption, aber es ist halt Geld verschwendet worden, hat gesagt, ja, also jetzt gehe ich mal zum Rechnungshof. Und der Rechnungshof hat halt gesagt, wie ist weniger als 1 Million? Ja, also interessiert uns nicht. Ja, so viel zum Rechnungshof. Naja, und dann gibt es da noch so ein Detail, die Prüfberechnungen des Rechnungshofs sind unter Verschluss bzw. unter NDA einsehbar. Das heißt also, der prüft zwar im Auftrag der Öffentlichkeit und macht dann auch mal so ein Bericht, wo so die groben Zahlen drin stehen, aber wenn einem dann mal eine Detailfrage interessiert, kann man die nur einsehen, wenn man dann nicht darüber redet, was ungefähr genau gar nicht weiterhilft. Wir haben auch noch so etwas Tolles wie das Bankgeheimnis.
Dieses Jahr haben sich die deutschen Banken Sorgen gemacht, dass die ca. 900 Kunden, die von ihnen wegen Geldwäsche angeschwärzt wurden und unschuldig waren, vielleicht möglicherweise jetzt nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen, weil nach Geldwäschegesetz müssen die ja davon erfahren, dass ihre Bank sie angezeigt hat, auch wenn sie unschuldig waren hinterher, ne? Also und ich meine, das ist theoretisch auch bei Telefonabhören so und passiert gar nicht, aber bei Bankgeheimnis ist gab es halt wohl vereinzelte Fälle, wo den Leuten das mitgeteilt wurde. Naja, und da haben die sich halt wirklich drüber, also das fanden die blöd und wollten eigentlich diese Mitteilungspflicht abschaffen und so weiter und so fort, aber da brauchen wir uns auch nicht mehr drum kümmern, weil am 1.5. wird das Bankgeheimnis ja komplett abgeschafft, weil ab dann hat tatsächlich jeder Sachbearbeiter im Arbeitsamt ein Zugriffsrecht auf die Kontendaten und kann bei Verdachtsfällen auch Kontostände abfragen. Das heißt also, wer irgendwie immer schon immer wissen wollte, wie viel Geld der Chef so auf dem Konto hat, der sucht sich einfach eine Freundin im Arbeitsamt. Nun ja. Kleingeld. In der Aachener Stadtverwaltung wurden 18 Tonnen Kleingeld aus Parkuhren. Ich habe leider keine nähere Informationen zu dieser Zahl. Ich weiß nicht, über welchen Zeitraum das angefallen ist, aber das logistische Problem ist schon einigermaßen erheblich. Ne? Die Bonner waren da cleverer. Die hatten nur 2 Masterschlüssel zum Leeren ihrer Parkuhr aus Sicherheitsgründen. Ja, naja. So, und damit wäre ich zumindest für meinen Teil am Schluss. Nämlich der Dollar. Wie wir alle festgestellt haben, ist Amerika-Urlaub zumindest aus Umtauschkursgründen gerade attraktiv, aus anderen Gründen möglicherweise weniger, insbesondere bei der Einreise. Alan Greenspan, derjenige, der sich da dort drum zu kümmern hat, wie es der Währung da so geht, sagt halt, naja, das könnte jetzt auch langsam mal bald Schluss sein. Das heißt, momentan ist es ja so, dass das Handelsbilanzdefizit der Amerikaner dadurch finanziert wird, dass Chinesen, Japaner und Europäer amerikanische Schuldverschreibungen kaufen. Das heißt also, die Amerikaner nehmen Kredite auf und für diese Kredite suchen sie halt Leute, die kaufen, und das machen halt Ausländer. Und das heißt, das ganze amerikanische Wirtschaftssystem funktioniert nur so lange, so gut, wie jeden Tag, ich glaube, irgendwas in der Größenordnung von 3 Milliarden Dollar da reinfließen. Das heißt also, Leute tatsächlich amerikanische Schuldverschreibungen für diese Größenordnung Geld kaufen, und das könnte dann demnächst auch bald mal vorbei sein. Größter Schulden, also Gläubiger der USA, ist im Übrigen China, was ich also eine sehr interessante Sache finde, weil insbesondere weil die USA ja eigentlich keine Gelegenheit auslassen, China zu ärgern. Also wenn China eines Tages sagt, die haben keinen Bock mehr und wollen jetzt ihre Kohle zurückhaben, dann ist einfach mal Licht aus in den USA. Gut, damit wären wir soweit durch. Entschuldigung fürs Überziehen, haben ein bisschen später angefangen. Jetzt gibt's hier gleich Hacker Jeopardy. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend.